Ja, hallo meine Hiesinger, meine Hausen und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play auf dem Kanal Little German Express. Das war jetzt ein kleiner Fehl. Ich habe mir gedacht, ich spiele heute einfach eine Runde Dragon Escape für euch. Einfach, ich habe noch ein Video in dieser Woche, darf ich noch. Also, wir haben so eine Regel auf unserem Kanal, also wir sind ein Dreierkanal, dass jeder pro Woche maximal 4 Videos hochladen kann. Pro Monat muss jeder minimal 4 Videos haben. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich muss da kurz VOV einschalten, das mache ich einfach bei Jump'n'Runs. Das letzte Video von dieser Woche, es ist Wochenende, schön chillig alles. Mache ich einfach ein bisschen Dragon Escape, vielleicht werde ich nachher noch ein Hunger Game spielen. Also wird auf jeden Fall ein bisschen ein längeres Video. Aber keine Ahnung. Falls ihr nicht wisst, was Dragon Escape ist, scrollt bei unseren Kanalvideos einfach ein bisschen nach unten. Dann seht ihr dort eine Erklärung von mir, wo ich diesen Spielmodus hier einfach mal erkläre. Die IP des Servers werde ich euch auf jeden Fall in die Beschreibung packen. Könnt ihr auch mal schauen, wie gut, dass ihr selbst in diesem Spielmodus seid. Weil es wird sich sehr schwer. Ich habe das jetzt einfach mal stundenlang gesuchtet. Ich habe sicher schon 3 Stunden gespielt, das Game, den Spielmodus insgesamt. Und irgendwie liegt mein Mikrofon gerade ein bisschen schlapp herum. Das heißt, vielleicht bin ich ein bisschen zu leise im Vergleich mit dem Ingame-Sound. Ich glaube, ich mache einfach einen kurzen Cut, baue mir hier ein schönes Türmchen mit ein paar Büchern und so. Stelle mein Mikrofon, ich bin so unprofessionell, ich habe einfach so mein Mikrofon auf irgendwelchen Büchern stehen. Und dann baue ich einfach mein Mikrofon, oder so geleckt. Baue ich einfach mal meinen Mikrofonstapel ein bisschen neu auf und dann, ja, keine Ahnung. Jetzt kommt dann bald die schwerste Stelle, nämlich das Ice Jump'n'Run. Nicht die schaffe, da bin ich schon zufrieden. Weil ich hasse, also Ice Jump'n'Runs, die sind wirklich einfach scheiße. Und ich spiele dann übrigens mit dem Texture Pack Faithful. 64 Pixel, das benutzen sehr viele YouTuber. Ich finde es einfach ein sehr gutes Jump'n'Run Pack. Und ja. Hier noch ein Leap. Zack. Bam, Junge. Zack, zack. Hier nehme ich immer die Abkürzung, weil man sonst zu viel Zeit verbraucht. Nein, es war jetzt ein richtiger Kackfehler. Das war jetzt schlecht von mir. Wenn den Sprung nicht schafft, dann muss man nämlich hier rum. Und das geht auch extrem lange. Zack, 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 zack. Oh, ich bin einfach mal extrem weit für meine Verhältnisse. Nein, der andere Typ ist fast am Ziel. Nein! Das kann nicht. Ja, er ist nach unten gefallen. Nein! Das war jetzt übernatürliches Minus, Alter. Aber egal, ich muss kurz mein Mikrofon irgendwie sinnvoll machen, dass man mich auch wirklich genug laut hört. Ich lege jetzt einfach eine Batterie und einen USB-Stick unter mein Mikrofon. Ah! Ich glaube, ich sollte ernsthaft einen Cut machen. Aber weißt du was? Scheiße auf Mikrofon. So viel dazu, Scheiße auf Mikrofon, Junge. Okay, ich baue hier einfach mal ordentlich Scheiße. Aber egal. Dann in 20 Sekunden spielen wir wieder die Map Through Hell. Es ist die schwerere Map. Und danach spiele ich, glaube ich, vielleicht noch in einen anderen Spielmodus oder vielleicht auch noch ein bisschen Hunger Game. Keine Ahnung. Dann nochmal Kompliment an meinen PC. Er sitzt links oben. Also ich habe die FPS immer eingeblendet. 100 FPS, also 120, Junge. Mein PC geht ab. Wie ein Zückerli, Junge. Wie das übelste Zückerli. Und ich möchte einfach noch ein paar technische, halt so EDV, keine Ahnung, Gaming-Ausrüstung-Punkte ansprechen. Ihr hört ja, meine Tastatur ist sehr laut. Und sie ist einfach sehr gay, diese Tastatur. Sie ist ein richtiges Minus, wenn man es so will. Und ich werde mir künftig die Rocket ISCO kaufen. Da werde ich euch den Link, wenn ich es nicht vergesse, auch in die Beschreibung packen. Da könnt ihr da auch auf der Rocket-Seite einfach auch mal vorbeischauen. Weil die ist wirklich sehr cool. Ich bin so ein Minuskind, Alter. Egal, weißt du was? Oh, ich bin geflogen. Egal, ich will hier weitermachen, dass das Gameplay nicht langweilig wird. Ich tue es einfach mal so, als wäre ich nicht gestorben. Hier mache ich einfach ein Leap, you. Egal, YOLO, Junge. Es ist Wochenende, ich stehe einfach mein Leben übelst und ja. Ich glaube, dieses Video wird ein bisschen lange, weil ich habe es am Anfang schon gesagt, also jeder von diesem Dreierkanal darf eben nur 4 Videos pro Woche, ist ein bisschen wenig, finde ich. Aber wenn halt jeder mit 20 Videos am Tag hochlädt, dann ist das halt
nervig für die Zuschauer, weil die dann halt auch nicht mehr so viel, also halt, ihr könnt euch auch nicht so viel anschauen von uns. Und keine Ahnung, also ich mache das Video jetzt einfach ein bisschen länger, weil es das letzte ist von dieser Woche. Ich weiß noch nicht wie lange, aber keine Ahnung. Jetzt haben wir hier zwei schöne Runden Dragon Escape. Dann entscheide ich jetzt einfach ganz spontan, was ich jetzt das nächste spiele und setze hier einfach mal kurz einen CUT, also einfach einen Cut. Tschö, mit dir. Bis nach dem Cut. What does the fuck say? Ring, 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 ring. Also, ich habe mich jetzt einfach ganz spontan entschieden, dass ich eine Runde Hunger Games spiele. Wir spielen die Map SG4 von Vareide. Es geht noch 40 Sekunden, bis es losgeht. Ich spiele das Ganze auf dem Server funwill.eu. Also ich spiele einfach alle Hunger Games auf diesem Server, weil ich finde, bei Hive zum Beispiel, da wird man einfach immer gekickt, wenn man nicht Premium ist. Und ich persönlich bin ja ein armer Mensch und... Also halt arm, keine Ahnung. War jetzt ein bisschen ironisch gemeint. Und kann man halt einfach nicht Premium kaufen. Und auf diesem Server, der heißt ja funwill.eu, da kommt man fast immer... Ein Hunger Game, ich bin einfach mal wieder ein bisschen am herumfehlen, aber ich sage einfach mal so, es ist schwer, Jump'n'Run zu machen und zu reden. Also, SG4 auf jeden Fall auch eine sehr geile Map. Auf dem Server gibt es am Anfang, glaube ich, 30 Sekunden Waffenstillstand. Das finde ich persönlich eigentlich, in manchen Fällen finde ich es gut, in manchen Fällen auch nicht. Also, es ist auf jeden Fall chillig, wenn man einfach am Anfang mal ein bisschen Zeit hat, ein bisschen Kisten zu suchen. Und mir ist gerade aufgefallen, ich wurde nicht teleportiert. Das liegt daran, wenn mehr als 24 Leute am Warten sind, dann wird der 25. bzw. alle, die später gedrückt haben, werden nicht teleportiert. Aber zu unserem Glück ist TSG 2 gerade frei geworden. Ich schreibe einfach mal TSG 2, alle joinen. Ja, gönnt ihr euch hier. Und dann mache ich einfach einen Cut, bis ich einfach hier wieder im Spiel bin, weil ich... Möchte, es geht jetzt 60 Sekunden, weil ich möchte ja nicht einfach sinnlos irgendwie Zeit vertrödeln und Scheiße labern. Also, bis nach dem Cut. Papaya, Junge, Papaya. Whee! Hier bin ich wieder. In 10 Sekunden geht's los. Mit der TSG 2 out, dem Server funwill.eu, mit dem Texture Pack Faithful 64 Pixel. Und ich finde sie mir persönlich einfach richtig episch und. Mal schauen. Wie gesagt, es gibt ein bisschen Waffenstillstand. Meine Hände sind extrem kalt. Ich werde vermutlich ein bisschen fehlen. Ich tue mein Mikrofon noch ein bisschen weiter weg, weil einfach YOLO. Ich hoffe, der Ingame ist sauer und ist auch nicht zu laut, aber ich glaube, es sollte alles passen. 3, 2, 1, 0, Junge. Kisten looten, oh ja, einfach mal Bogen direkt. Das gefällt mir aber leider kein Schwert. Das gefällt mir wiederum nicht. Oh, Alter, das ist einfach so schwer, wenn man am Anfang kein... In der Schicht ist ja 30 also Waffenstillstand. Sieht auch im Chat. Und wenn man am Anfang einfach kein Schwert hat, ist man einfach so am Arsch bei diesem scheiß Hunger Game. Alter. Oh, Alter, einfach mal ein Schwert. Wenn man bei Hunger Game am Anfang kein Schwert hat, ist man einfach des Todes. Nein. Ich glaube, diese Töppern verfolgen mich nicht. Keine Ahnung, Alter, keine Ahnung, hey. Irgendwoher muss es doch Kisten haben. Also ich finde die Map schon ein bisschen geil, aber ich habe sie jetzt vielleicht, also so weniger als 10 Mal gespielt. Also noch nicht so übertrieben viel. Alle anderen Maps, wie zum Beispiel Vulkan, das ist eine exklusive Map bei diesem Server, die es nur auf diesem Server gibt. Ich sneak mich einfach mal, dass dieser Typ mich hier nicht angreift. Die habe ich schon etwa 50, 60 Mal gespielt. Ob ich einfach mal kein Schwert gefunden habe. Solche Sachen machen mich einfach aggressiv. Alter, die Welt wäre so schön, wenn ich ein Schwert hätte. Aber egal. Also. HungerGames.ziel irgendetwas 1. Ein Schwert finden. Boah. Alter, weil er gerade ein übelst heftiger Springbug. Oh nein. Er hat es auch kein Schwert drin gehabt. Aber immerhin Pfeile, es ist schon mal etwas. Wir kommen unserem Ziel langsam näher. Und what the fuck. Ring, ning, 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 Junge, Alter.
What does the fox say? I don't know. Ich mag es, ihr könnt einfach mal auch in die Kommentare schreiben. Nur einfach so. Oh, schon wieder kein Schwert. Willst du mich eigentlich veräppeln? Apple. Wie soll ich einfach so, wenn ich einfach alleine spiele, ohne irgendjemanden, weil normalerweise spiele ich ja immer mit jemandem, dass ihr ein bisschen mehr, bitte Schwert. Oh. Gibt es hier überhaupt Schwert auf diesem Server oder was ist hier los, Alter? Wie viele Kisten ich einfach mal gelootet habe und einfach noch kein Schwert. Also, schreibt in die Kommentare, ob ihr das cool findet so alleine oder ob ich mehr irgendwie together machen soll. Ich glaube, ab und zu mit einem Video alleine kann auch nicht schaden. Und dann möchte ich noch kurz etwas anderes anschauen. Ich gehe wirklich einfach von einer Info zur anderen, aber egal. Es ist so ein halbes Info-Video und so ein halbes, keine Ahnung, Video. Aber alleine ist das einfach, zu zweit ist das, kann man nicht so gut Infos sprechen, aber alleine weiß ich nicht ehrlich, was ich außer Infos besprechen soll. Aber egal. Also, auf jeden Fall. Ich glaube, der erste Part wird am Mittwoch, nächste Woche kommen, werden ich und Luis zusammen ein Tekkit Let's Play starten. Ich lasse einfach mal überraschen, ich sage jetzt nicht zu viel. Ich sage nur, Tekkit Light ist ein Technik-Modpack mit sehr, sehr, sehr vielen geilen Sachen. Ich persönlich habe das einfach schon so viele Stunden gesuchtet. Das muss ich euch einfach zeigen. Und wundert euch nicht, den ersten Part haben wir jetzt schon aufgenommen, aber wir haben da unsere Gründe, weshalb wir den noch nicht hochladen. Und wundert euch nicht, wenn der erste Part einfach total chaotisch, sinnlos, verkackt, unproduktiv und noobig ist. Also, es war so miserabel von uns, aber egal. Hier übrigens geiler Canyon, hier war ich noch absolut gar nie. Das Map ist auf jeden Fall sehr, sehr geil an. Und ich bin hier im Moment einfach mal ein bisschen am Lussen mit dreifach R und Doppel-T. Ich lose einfach ein bisschen, weil ich finde einfach kein Schwert. Bitte jetzt. Ich mache jetzt einen Schwerttanz. Hol dir nur ein Schwert! Hol dir nur ein Schwert! Und ich habe ein Schwert. Der Schwerttanz hat uns auf jeden Fall etwas genützt. Wir haben jetzt ein Schwert. Ein Bogen mit 4 Pfeilen. Und jetzt sieht die Welt gar nicht mehr so schlecht für mich aus. Momentan noch ein bisschen sortieren. Das Ei noch gegen den Baum geklatscht. Und dann können wir mit Abenteuerlust. Und da unten sehe ich schon wieder eine Kiste. Ich bin übrigens der Kisten-Nicht-Überseher. Ich sehe einfach fast jede Kiste. Schreibt mir einfach mal, ich interessiere mich mal. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, wenn ich bei einem Hangar gehe, eine Kiste vergessen habe. Also schreibt mir wo und wann, dass ich mal schauen kann. Weil ich bin selbst der Meinung, dass ich nicht allzu viele Kiste übertreib nicht. Jetzt müssen wir noch kurz den Übertreib nicht Tanz machen. Übertreib nicht! Übertreib nicht! Hecho! Leck mir doch am Zückerli. Zuerst einfach kein Schwert und danach einfach Eisenschwert. Ja, yeah, Eisenschwert tanzieren. Ah, pum, pam, pam. Ja, yeah, Alter, oh, ja. Yeah. Richtig übertrieben. Okay, das war jetzt auch ein bisschen billig. Oh ja, aber ich habe einfach ein bisschen Freude. Du bist ein Speller. Oh mein Gott, und dieser Spieler ist jetzt des Todes, weil er mich nämlich nicht gesehen hat. Ich werde ihn jetzt einfach sowas von abmurksen, Junge. Ja, Frieden, Alter, Team, komm runter, ja. Genau, ich habe jetzt einfach keinen Bock auf Team. Deshalb musste der Typ jetzt halt einfach dran glauben. Ich will jetzt einfach, dass er Panik bekommt, weil ich sneaken nach unten springt. Das wäre jetzt ja meine Absicht. Schauen, ob nicht denn jemand anders kommt.
Wie kommt man hier hinein? Das ist die Frage des Tages, Alter. Ich war in diesem Schiff schon mehrmals drinnen, aber ich glaube, da vorne kommt man hinein. Aber wie man einfach übelst langsam ist, wie man sneakt und schwimmt. Ich soll jetzt richtig zittern. Du Hurenmongo! Pam, Junge. Pam, Alter! Naja, okay, da hat er auch nichts Gutes dabei, außer ein paar Pfeile. Aber wir könnten theoretisch immer noch verlieren im Kampf, weil wir haben wirklich sehr, sehr wenig Rüstung. Sorry, es tut mir einfach leid für den, den ich jetzt getötet habe, weil ich bin einfach nicht so im Team-Modus im Moment. Ich bin im Moment so ein bisschen im Ego-Modus und werde jetzt einfach nicht teamen, weil letztes Mal, als ich mit so einem Typen geteamt habe, hat er mich nämlich verraten, auf einmal getötet und seit da habe ich so ein bisschen ein Trauma. Okay, der ist auch tot. Ich hoffe, ich glaube, er hat aber keine Rüstung, aber ich hoffe es einfach mal. Und jetzt kommen die Blitze. Sound unterstellen. Ich übertreibe einfach mal direkt und tue ihn einfach mal auf 1%. Aber egal, Junge. Öffentlich hat der Pfeile und er hat einfach mal einen Scheißtrick. Doch, er hat eine Hose. Das freut mich. Und eine Angelrute, das freut mich noch mehr. Da oben ist schon der nächste Hund. Ich bleibe jetzt einfach hier im Wasser, weil. Alter, dieser Typ mich überrascht. Boah, wir werden einfach mal alle auf einmal kommen. Ich kaufe mir den Typen jetzt. Hey ho, du heiliger Banause. Okay, Team. Ja, genau wegen dem, was du das gesehen hast, zeigt Team. Was macht dieser Typ? Er schlägt mich einfach direkt. Er hat 40 Karotten! Dieser Typ will, glaube ich, ein bisschen übertreiben, Junge. Aber er hatte keine Pfeile. Er hat einfach 40 Karotten, aber keinen Pfeil. Das ist natürlich auch ein bisschen heroianisch, Alter. Ich glaube, das könnte noch ein ganz nices Gameplay werden. Hier vorne war da vorhin auch noch so ein Typ auf dem Berg. Und ich gehe jetzt einfach auch mal auf den Berg, weil desto höher die Position, desto besser die Chancen auf einen Sieg. Und mein Stuhl quietscht, der übelst herumieren will. Aber ja. Ist ein. Fast schon eine. Requisite, oder wie auch immer man diese Scheiße nennt. Eine Antiquität, genau. Weil er so alt ist. Und dort vorne sehe ich direkt einen Blitz. Oh, zwei Bogen, aber keine Pfeile. Sehe ich direkt einen Blitz. Dann da vorne sehe ich direkt einen Spieler. Und der wird jetzt gleich von hinten gefistet, und zwar hart. Ich muss mir ernsthaft Pfeile aufsparen hier. Ich habe nur noch drei. Hier vorne steckt noch einer. Zack, vier. Bist ein nicht-bogenskillendes Kind. Ich habe nur noch einen Pfeil. Yes. Jetzt haben wir auch genügend Pfeile. Hat sie mich geht in Hose, ich bin so behindert. Na, egal. Ich brauche die eh nicht mehr für diesen nubigen Typen da vorne. Also, ich mache jetzt einfach mal einen auf Arrogant und sage einfach mal, das ist ein Noob. Es ist, ist so gut wie gewonnen für uns. Also, es ist auf jeden Fall ein sehr geiles Gameplay. Also man könnte es schon fast als YOLO-Gameplay bezeichnen, weil
Ich bin überzeugt, ich hätte dieses Video auch hochgeladen, wenn es einfach verkackt gewesen wäre. Aber egal. Ich bin einfach auch gerade ein bisschen so verkehrt drauf, weil ich einfach irgendwie den ganzen Tag lernen, Schule und so. Kennt das ja sicher auch. Einfach die übliche Scheiße. Aber es ist einfach Wochenende und was ist das? Das Enderdrachen AI. Richtig lustig. Ja. Boah, es sind da extrem viele. Ich mir einfach mal übelst erschrocken habe, weil da extrem viele waren. So, der Typ ist da vorne. Willst du auf den Schnauze kriegen, hä? Willst du auf den Schnauze, hä? Oh, komm jetzt her, Alter. Komm doch mal jetzt. Was soll die Typen, Alter, die sich einfach das Gefühl haben, seien einfach die geilsten. Oha. Zwei Herzen, aber ich habe eben genau in dem Moment noch gegessen. Und ja, was haben wir denn gewonnen? Bam, 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 Junge. Aber es war jetzt ein bisschen suboptimal, weil ich habe noch gegessen, als er kam. Und da konnte ich ihn nicht mehr rechtzeitig snipen. Aber wir haben es trotzdem gewonnen. Wir hätten es fast noch verloren. Aber es war eine geile Runde. Das letzte, heute ist Freitag. Ich weiß nicht mehr, ob das Video, es war jetzt sicher eine halbe Stunde, ob es noch am Freitag hinauskommt. Es wird auf jeden Fall spätestens Samstag oder Sonntag irgendwann am Wochenende kommen. Oh, war auf jeden Fall geiles Gameplay. Irgendwas geht für auch nicht so schlecht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt das Video ja liken, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt es aber auch disliken, wenn es euch nicht gefallen hat. Warum auch immer. Also ich habe jetzt das Gefühl, es war ein ziemlich geiles Video. Über einen Kommentar oder über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Hat das übliche Gedünsgelaber am Schluss immer. Und dann würde ich einfach mal sagen, tschö mit Kriegs-LP und meine hässlichen Banausen. Dann beende ich jetzt dieses fröhliche Let's Play mit einem geilen Gameplay. Tschüss mit dir, meine Esslinge, bei Nausen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, tschüss.